Or her, or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. So, nun geht's weiter hier immer noch am Sammeln. Und solange wir noch hier am Sammeln sind, kann ich euch über unsere neuen Projekte schon mal aufklären. Was auch, wie ihr auf Instagram gesehen habt, ich habe mir so einen kleinen USB Capture Card Adapter geholt. Er funktioniert, das habe ich schon getestet. Da werden dann Livestreams kommen mit entweder mit der Mrs. Phony oder mit irgendjemandem aus der White Tiger Crew oder mit Technogy, der eigentlich, mit dem wir eigentlich Battleground ins Frontier spielen wollten. Aber bei mir hat es noch nicht, war das noch nicht fertig, also gibt es von mir noch keine Folge. Das wird noch kommen, denke ich, dass da noch was kommt. Ich weiß nicht, was die Jungs vorhaben. Und dann wird bei den GTA Livestreams wird er auch dabei sein. Also ihr werdet ihn nicht unterm Spielen sehen, sondern wir werden es irgendwie schaffen, dass wir das eher so den auch mit der Mitredepart macht, so gesehen, dass er halt auch mit dabei ist, er mit mir mitredet und zum Bleistift, weil ich ja das so machen muss, dass ich über ein PC, ich habe nur einen Bildschirm, ich nehme gleichzeitig mit dem einen Bildschirm auf und sehe ja nicht, was ihr im Stream schreiben würdet, dann in die Kommentare oder in Live-Chat rein, sehe ich ja nicht. Und das wird dann der liebe Technogy dann eigentlich übernehmen. Und ich werde halt dann spielen und er wird mir das halt auch sagen. Und alles. Und das, die Fragen auch beantworten. Wenn es um mich geht, dann werde natürlich ich die Fragen auch beantworten. Ist ganz klar. Und wenn wer aus der White Tiger Crew dabei ist, der wird natürlich auch alles beantworten. Oder ich mach's halt auch anders da, nimm halt auch mein Handy mit her. Dass ich mir den Livestream halt auch über ein Handy mit anschaue, dass ich eure Fragen gleich beantworten kann. Wie zum Beispiel, wenn ihr eine Donation tätigt bei mir, das sehe ich ja dann eigentlich auch gleich nicht, dass ich die gleich beantworten kann. Das wird dann so sein, wenn wir beispielsweise Rennen oder Deathmatch oder sonstiges machen. Je nachdem, was wir gerade so machen. Wenn wir das fertig haben, das werdet ihr nicht sehen, weil ihr seht nur das, was halt die kleine Capture Card hier aufnimmt, das seht ihr, und dadurch wird halt ich entscheiden, nicht Spaß, da werde halt ich dann immer die Donations vorlesen, was ihr mir da so geschrieben habt, wird halt dann die Nachricht von euch dann vorgelesen. Weil wir ja, weil das könnt ja auch Sabrina oder die Mrs. Phony besser gesagt, oder Hopeless Upse, je nachdem, ihr kennt sie ja eigentlich, unter Hopeless Upse oder Mrs. Phony, die wird dann, ihr könnt ja dann rein theoretisch auch, die sitzt ja hinter mir immer, die wird natürlich dann auch, wenn wir mit GTA Livestream wird sie natürlich auch, wenn es sein muss, wenn sie will, online sein, dass sie halt auch ihre Streams mitverfolgen kann. Und je nachdem, wie man halt das Timing halt passt, wird dann halt das alles so gemanagt, dass es passt.
Aber ich frage mich gerade. Wartet mal dann nochmal, wenn das jetzt das High gerade wieder da ist, weil hä? Drache hat das plus 16, okay. Gesundheit kann ich dann nicht einsehen, um was mich das steigert, okay. Oh. Ja, okay, kommt. Der braucht echt lange eigentlich dafür. Ausgewähltes Produkt Blaublatt. Boah, ich müsste ich jetzt aber schnell mal nachschauen, für was das Blaukraut ist. Blaukraut. Blaublatt. Blaukraut und Blaublatt. Ist eigentlich ein und dasselbe für mich. Nicht Spaß. Und jetzt wieder zurück zum Thema, weil da werden auch Folgen kommen und es wird sein, dass da die Crew dabei ist. Oder auch wenn ihr selber mitspielen wollt. Der Link ist immer in der Beschreibung. Ja, hier ist er noch nicht in der Beschreibung von der Crew. Aber immer wenn ihr mitspielen wollt, während ich aufnehme oder während ein Livestream es sind, die Crew ist verlinkt in der Beschreibung und ich muss ja dann nicht extra immer PC wechseln und ja einschalten, pipapo, aber und alles. Es ist öffentlich, die Crew, natürlich für euch. Da wird sie genauso wie hier White Tiger JT sehen. Ist die YouTube Crew so gesehen von uns. So, jetzt gebe ich mal schnell hier auf Google Blaublatt. Das seht ihr ja selber, ich bin nicht so ein. Ich weiß alles über das Spiel, für was und das und das ist für das zuständig und das ist für das. Ihr seht selber, ich bin ein ganz normaler Mensch, der wo es auch spielt. Und da kann man sich halt auch, so wie halt. Geiles Chaos. So. Für ist so gut, dann schauen wir halt eben mal. Sammeln von Rohstoffen, Pipapo, bla bla bla. Steine abbauen, Energie sammeln, Kräuter sammeln. Kräuter natürlich brauche ich. Blaublatt, ja, ich hab die Wurzel und Blaublatt und Pipapo, ja. Ja, okay. Hochwertig, also das könnte sein, dass das mehr mir dann sogar 10 auffüllt. Gut. Dann machen wir es halt ganz einfach. Ausgewähltes Produkt, Blaublatt, los, los. Aber ich brauche so einen schönen Booster, ohne Witz. Das ist echt nicht mehr normal. Aber
aber ich habe es ja gesehen, so ein Booster kostet einiges. Für die Pet Foot, also für die Steine ernähren sie sich und vom Kraut werden sie geheilt. Ich könnte ja auch so machen, dass ich halt jetzt als Pet anders mache, aber und mir die Booster dann hole, aber nee. Ja doch, weil es für euch bestimmt auch besser wäre. So, Messer für den Ritter ist weg. Und wir teleportieren uns. Ne, zu der Lore. Lore, ich komme. Weil du hast ja eine Quest für uns. Gibt Erfahrungspunkte, Jungs. Also von dem her, die Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich mit. Und die Quest. Ach komm, die machen wir jetzt noch. Egal, scheiß drauf. Noch ein bisschen überziehen. Ja, wir müssen wieder zu dem Panflöte. Wir werden uns von unserem Drachling verabschieden. Wo? Weil es gibt zwei Arten von Haustieren hier. Teleporten. Na, wo war der jetzt nochmal? In Dratan. In Dratan war der, genau. Und da wird jetzt halt noch, das machen wir jetzt schnell noch mit euch. Und holen uns unser Pony. Ich glaube, ich will ein Pony, oder? Aus einer Pamphlet ein Pony. Drachen-Ei-Drache, ne? Wenn jetzt den Fehler, ne? Aber es ist halt das Spiel, ne? So, wo ist denn der Typ hier nochmal? Einfach über die Brücke. Aber cool ist, wisst ihr, teleportieren können wir hier nicht, ne? Aber hinlaufen. Aber wie viel Halloween-Nare hier rumstehen, ne? Jajan, der Jajan. Pamphlete, yeah. Abgeschlossen, Pony. Neuer Begleiter. So. Und bitteschön, Pony. Und jetzt das gleich mal ein bisschen füttern hier. Gib ihm Futter, gib ihm Mentos. So, unser Penny ist soweit. Und schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Quests haben. Oh, wir haben hier sogar eine, aber ich weiß nicht, ob wir die schon machen. Der Bürgermeister. Die Bürgermeister-Quest. Könnten wir uns angucken. Ja, gucken Sie uns mal schnell noch an. Wenn ich weiß, wo ich wieder rüberkomme. Bürgermeister-Quest. Ich habe die selbst noch nicht gespielt, ne? Bin ich offen ehrlich. Mal checken, wo der ist. Hey, du, servus, kannst du mich mal GZ? Gezockt? Ja, Farmopfer. Ja, du bist auch so ein Opfer.
Okay, hier sind schon ein paar Leute unterwegs, die wo sagen könnten, wenn man, wo ich denken kann, wenn ich hier und Meister der Combo. Einstellung von Monster Combo, Combo Händler. Okay, cool. Ach, ich muss das Level haben, dass ich da rein kann. Okay. Okay. Eintrittspreis. Oh, das, da kann ich Kombos trainieren. Kombo-Händler. Normale Truhe brauchst du 10 Münzen. Du brauchst 10 alte Münzen. Ja, ich habe nicht einmal eine. Okay. Also der wird auch mal interessant noch, denke ich. Schutzengel. Segen annehmen. Leider kann ich dir richtig Level hast. Ja. Gut, okay, dann zeig mal welches Level. Da ist jetzt der Bürgermeister. Ja. Innenaufseher, okay, cool. Schauen wir mal, Bürgermeister. Hände lernen. Danke, dass du kannst auch andere schon. Sie werden dich nicht enttäuschen, ich bin so froh, nicht zu sehen. Ich bin mit dir, dass über so kannst du es für mich besorgen. Das heißt, rote Pulver von Maya. Ich würde es wirklich selbst tun oder holen, aber ich bin im Moment zu beschäftigt. Doris verkauft es an alle, die an alle, du musst der Wache von Maya beim Wächter Ethan beitreten. Bei wem? Bei wem? Wie heißt der? Wache von Maya. Alter, wo ist die Wache von Maya? Ne, ich bin in Dratan, ne? Okay, wir könnten sie annehmen. Und könnten dann beim nächsten Mal, in der nächsten Folge mal gucken. Wo müssen wir hin? Und das seht ihr dann beim nächsten Mal. Haut's rein und tschüss!